Bislang ist das Thema freudig aufgenommen worden. Alle haben gratuliert, mit denen ich geredet habe bislang, die ich getroffen habe. Das sind einige gewesen, was mich sehr oder uns auch sehr gefreut hat. Und viele nehmen Anteil und sind besorgt, bekümmert und sehr interessiert daran natürlich. Und das macht dann Spaß, auch ins Gespräch zu kommen. Also bislang gab es keine seltsamen Situationen. Zum einen ist es ja so, ich habe ja das Glück in Anführungsstrichen, dass ich im Hauptamtlichen als auch im Ehrenamtlichen Vertretungen habe. So, also das heißt, die ehrenamtlichen Bürgermeister sind bereits vor einiger Zeit instruiert und wissen Bescheid über alle Terminlagen, die zu vertreten sind. Genau das Gleiche trifft den ersten Beigeordneten der Gemeinde, der in der hauptamtlichen Sequenz dann vertreten wird. Auch hier gibt es feste Regelungen und Terminierungen, die wir miteinander abgesprochen haben. Das komplette Rathaus ist informiert. Also insofern mache ich mir darüber eigentlich wenig Gedanken, dass das nicht funktionieren kann. Und es ist ja so, ich werde ja wiederkommen. Ich bin ja nicht komplett weg und werde auch entsprechend informiert, sollten außerordentliche Dinge passieren. Und wir sind im Gespräch die ganze Zeit. Aber gleichwohl wäre es natürlich auch mal interessant zu wissen, wie das denn andere Politiker gemacht haben. Also soweit ich weiß, werden solche Fragen weder Robert Habeck noch Herrn Wüst gestellt, die beide Väter von Kindern sind, von mehreren Kindern sogar. Und insofern wäre das interessant, diesen Leuten mal die Frage zu stellen. Es ist ein bisschen bedauerlich, dass Frauen immer diese Frage gestellt wird. Aber ich glaube, alle können beruhigt und zufrieden sein. Dem Kind wird es an nichts fehlen und gut gehen. Und es wird innerfamiliäre Lösungen geben. Und was den Beruf angeht, wie gesagt, bin ich nicht weit weg. Und ich glaube, Corona hat gezeigt zum guten Schluss, dass wir auch gute digitale Lösungen entwickelt haben, damit die Dienstgeschäfte aufrechterhalten werden können.